à Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pas. Paris. Ein Mekka für Feinschmecker. Wer hier etwas Leckeres essen möchte, braucht sich nicht lange umzuschauen. Im Pariser Norden, im Stadtteil Marais, im dritten Departement, befindet sich der älteste überdachte Markt der Stadt. Der Marché des Enfants Rouges. Auf Deutsch, der Markt der roten Kinder. Er ist nach den Bewohnern eines ehemaligen Waisenhauses benannt, die in roten Uniformen gekleidet waren. Mitten in dem bunten Treiben befindet sich der Imbiss von Alain Roussel. Alain arbeitet von Mittwoch bis Sonntag. Zusammen mit seinem Sohn, der sich um die Backwaren kümmert, betreibt er eine Crêperie. Man sagt, ich mache die besten Galettes von Paris. Meine Idee war es von Anfang an, ein Qualitätsprodukt herzustellen. Etwas wirklich Gutes, was die Leute lieben. Danke. Ich mache Mehl, Wasser und Salz rein. Und gebe dann noch ein bisschen Bier dazu. Außerdem Eier und einen Schuss Olivenöl. Wir versuchen, möglichst nur Bioprodukte zu verwenden. Alains Galette gibt es vegan, mit Champignons, Avocado und geröstetem Sesam. Oder auch mit Schinken, Käse und Salat. Oder ganz klassisch, mit Zitrone und Zucker. Die gezuckerte Crêpe ist französischer und die Galette ist bretonisch. Aus der Bretagne, sie ist also kein französisches Symbol. Alain hat zwar viele Stammkunden, aber es kommen ständig neue Galette-Fans aus der ganzen Welt dazu. Die Mischung der Zutaten, alles was hier drin ist, schmeckt sehr, sehr gut. Ich hatte gestern Abend schon eine. Die Pariser Kunden wissen, wann man am besten vorbeikommt. Am Sonntagmorgen steht man fast gar nicht an. Mittags kann das schon mal eine Viertelstunde dauern und danach manchmal noch länger. Aber das Anstehen lohnt sich offenbar. Bon Appetit!